So, mein werter Herr, ich möchte bitte eine Fahrkarte kaufen. Was möchten Sie denn? Einmal Woche und bestimmt Standard. So, hier einmal bitte. Kann ich nicht drucken. Tut mir leid. Okay, gut, dann fahre ich umsonst mit. Ja, dann darf ich eben jetzt umsonst mitfahren oder ich fahre, ist natürlich die Frage des Fahrers. Ich würde mal sagen, er fährt erstmal. Gut, das finde ich eine gute Idee. Denn wir machen jetzt so mitfahren. Das bedeutet, dass ich die Fahrkarten kontrolliere, Personen auffordere, leise die Musik zu machen, den Busfahrer eine reinzuschlagen und zu sagen, dass er scheiße fährt. Das am Schütten. Also eigentlich bist du ja hier Passagierbetreuer. Theoretisch ja. Oder ich bin die Arschlöcher vom Dienst. So. Oh nein. Ha! Tut mir leid. Schon Es geht ja schon gut los hier. gezeigt. Weil ihr Beine sitzen Wo wollen nebeneinander. Sie die denn noch sehen? Marker hier, bitte. Wo darf ich denn? Ah, hier bitte. Ja, jetzt mal gucken, ob das Spiel wirklich mitspielt. Wo hab ich Ja, denn? gut. Ah, Du hier. hast bloß deine Fahrkarte gerade gedruckt. So. Wo? Hier. Ach, Oh, tut mir leid. Dankeschön. Ja, dafür bin ich doch da. Habe ich die Sie haben schon? meine Ja. Fahrkarte schon gesehen. Es hat schon was Geiles. Ich finde, das ist eigentlich der geilste Modus mit. Ich überlege mir einen Hund anzuschaffen. Weil wenn einer mal keine Lust hat, Hund? irgendwie telefonieren muss, irgendwie was Ja, essen das muss ist oder ja sowas, mal schön. auf einer Langstrecke, man kann also sich einfach mal wechseln. Außerdem kriegt man dann noch die Schwarzfahrer dazu. Habe jetzt mal bewusst Regen ausgewählt, dass du mal Regen bewundern kannst. Ja, Regen bin ich auch schon gefahren, aber persönlich gefällt es mir nie. Weil das Fahren ist, glaube ich, auch ein bisschen anders gewesen. Und was war denn nie so schön? Ach du Scheiße, hier steigen Haufen ein. Sondern das Beste ist eben immer nach hinten zu gehen, meiner Meinung nach. Und dann guck mal hin. Die drei hier oben bleiben sitzen. Und das vorne. Und den Rest frage ich jetzt einfach nach. Deutsch gesagt. Hier. Sie haben meine Ach, Fahrkarte. Klar. Sie waren... Ja, stimmt, Sie waren ja schon. Augenblick. Da. Hier. Sie haben meine... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier. Ja, und wer war hier Habe vorne, ich habe Ihnen ich nie schon gezeigt. geachtet. Ja. Geht darum, die Fahrgäste zu Ach, betreuen, hier nicht sie zu bitte schön. belästigen. Ja, es tut mir leid, wenn Du. sie süß sind und über 70 sind, mag ich sie. Es... Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, Ich aber bin doch, der das hat redet sich mit nicht mehr mir. ausgezahlt. Körperlich beeinträchtigte Personen dürfen hier sitzen. Ist jetzt mal aber meine Frage, vier Zeichen, drei Sitze und die beiden sind genauso breit, die Bebensitze hier, also. So, wir können natürlich auch die Tür sperren. Ah, da kriegt Rolli dann eine Strafe, wenn er mit einer gesperrten Tür fährt. Das habe ich vorhin durchgehabt. Und interessant, dass für mich der Passagierspiegel einfach weiß ist. Das ist interessant. Oh Mist. Ja, ich hab's gemerkt. Und wir können doch die andere Fahrt können wir doch nochmal machen. Weil mich würde mal eine Sache interessieren. Und zwar deine ganz kurze Strecke, die erste. Wie das Spiel darauf reagiert. Wenn man Wie dann meinst du? auf die schnelle Fahrt. Ah, Da wird der eine doch nur auf zwei Haltestellen fahren müssen und der andere drei Runden oder was. Weil wir haben das vorhin gemacht und da durfte ich irgendwie nochmal zurückfahren und durfte da nochmal hinfahren. Und Rolli so, oh, ich bin schon lange fertig. Ich bin so. Sehr pünktlich, danke. Dann konnte ich bei dir einsteigen, dann passt es auch wieder. Ja. Oh. Ah ja, ist Müll. Wir können auch mal noch wechseln, wenn du Ja, möchtest. ich kontrolliere jetzt hier noch. Obwohl, der Bus ist eigentlich. Der Bus ist leer. Sagen wir es mal so. Du kannst aussteigen, wie du willst. Ich brauche eine Fahrkarte. Kannst auch die noch schnell fertig machen. Mist. Lippig hat Rolli hat ja auch eine schöne Werbung. Kein Dings hier, kein Dings, wir schon. Ach stimmt, hier kannst du mit deinem Handy kannst du auch zahlen. Genau, danke.
Was? Geblinkt beim geradeaus? Ja! Wo fahre ich ihn gerade geradeaus? Was haben wir denn? Zwei Türer. Macht jetzt Rolli eben die Betreuungsfrau, obwohl ich eigentlich die Frau bin im Spiel. Ja, wir machen natürlich, bei mir ist immer der Zentomat drinne. Ja, pass auf, bei Regen reagiert das Bremsverhalten ein bisschen anders. Ah ja, deswegen ist es nicht ganz so meine Lieblingssache. Weil wenn du das Schlagloch hast und dann auf immer so... Und dann kommst du, oder denn dein Huckel, ja, bringt nicht viel. Nichts halt, Festspeicher. Guck mal, da ist ein Kollege. Ja moin, der Kollege im hässlichen, nein, das ist einmal ein, der ist gut. Na komm, guck mal, gleich ganz vorfahren, das ist gut. Zu spät. Ah, oh, eine Minute zu spät. So, schönen Abend wünsche ich euch. Allen zusammen wünsche ich Ihnen. Eine Fahrkarte, bitte. Ich wollte gerade sagen, gut abgelenkt. Hä? Aber gut abgesenkt. Ja, das war ein bisschen falsch. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, einzeln Standard 1. Danke. Hier, ich geb's dir. Sie haben mein... Muss anhalten, der möchte raus, der Kollege. Ja, ich hab, beide Türen sind offen. Ja. Gut, draußen. Ich kapiere die Leute nicht. Wenn der freiwillig in Regen rausgehen will, dann... Oh, guck mal, hier kommt's. Das Solaris. Pickerbus. Immer noch ein schicker Bus. Wobei der Citaro macht ja schon auch was, aber... Jetzt wo ich den Gelenkbus freigeschalten habe, würde ich sagen, ist schon der Gelenkbus ziemlich geil. Ja, ich mag die Gelenkbus allgemein so. Mhm. Von den kleinen her würde ich im Moment, wenn würde ich denn da vorziehen? Der Cetra ist ganz weit hinten. Ja, stell dir mal vor, wir machen mitfahren auf dem Gelenkbus. Da hast du zu tun. Einen, den kriegst du auch bald freigeschalten. Spiel, weil durch diese 85% die nächste Mission, das Müll, heb das mal auf. Das nervt mich. Durch diese 85% musst du so viel hin und her arbeiten, dass die... die Haltestellen alle in Ordnung sind, also hier ihren Gewinn abwerfen. Ich hab sie verloren. So, so eine schon der zweite erwischt. Ja, ich hätte vorher jetzt 5 gehabt, also. Mensch, schon die letzte Haltestelle, das ging aber schnell. Im Gegensatz zur letzten Mission. Ja, das ist so die Sache, also jetzt so dieses Mitfahren würde ich mir auf die langen Strecken gut vorstellen. Und auf die kurzen Strecken diese Konvoi-Mission. Also eher mittelmäßig kurzen, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn diese schnelle, bin ich mal gespannt, was da wie das jetzt reagiert. Was da das Spiel dann sagt gleich. Das werden wir noch machen, danach werde ich einkaufen fahren müssen und danach gehe ich mir was zum Essen. Ich weiß noch nicht, ist eigentlich zu früh. Aber ich muss noch fertig aufräumen. Ja, dann wird mir ja ein bisschen der Bite noch auf den Sack gehen. Ich war ab. So, vielen Dank fürs Mitfahren, liebe Fahrgäste. Ich wünsche einen schönen Abend. Versteck mich. Findest mich nicht. So. Da gucken wir mal. Naja, gute alte Position. Schön, 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 schön. Alles gut. Folge von 19 Fahrern gleichzeitig bedient. Also maximal bedient zu werden. Das ist schon krass. Wir wissen, die 10 jetzt noch schon drauf bekommen. Das ist verrückt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, wie wir das hinkriegen. Und nächsten Part sehen wir noch eine Schnellfahrt. Gucken wir mal, wie das Spiel darauf reagiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi und eurer... Olli 99. Jetzt sagt doch mal die 99 dazu.
Angeber. Ciao. Ja. Ja.